Ich bin heiß. Das Wetter ist schwul. Oh mein Gott, das sind peinliche Fehler. Schau dir am besten dieses Video an und lerne, wie es richtig geht. Los geht's! Bevor wir starten, gebe ich dir jetzt schon eine Hausaufgabe. Meine Frage an dich lautet: Was machst du im Sommer am liebsten? Schreibe deine Antwort nach dem Video in die Kommentare. Lade dir doch mein kostenloses E-Book herunter, was dich noch mehr zum Deutschlernen motiviert. Schauen wir uns den ersten Fehler an. Ich fahre in den See. Oh nein, das bedeutet, dass du mit dem Auto in das Wasser hineinfährst. Die Präposition in ist hier also etwas falsch. Wir schauen uns an, wie wir das richtig sagen können. Wenn wir über Gewässer sprechen, zu denen wir uns bewegen, dann benutzen wir die Präposition an. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, da an eine Wechselpräposition ist. Also, wohin fahre ich? Ich fahre an den See, das ist ein Akkusativ. Wohin, an plus Akkusativ. Oder wo, da brauchen wir den Dativ. Wir treffen uns am See. Der zweite Fehler, den viele Deutschlerner machen, ist: Ich bin heiß. Vorsichtig! Ich bin heiß bedeutet, ich bin attraktiv. Aber das möchtest du ja vielleicht gar nicht sagen. Wenn du über deine körperliche Empfindung sprechen möchtest, benutze auf jeden Fall den Dativ. Zum Beispiel: Huff, mir ist heiß. Oder: Ihm ist kalt. Fehler 3 beschäftigt sich mit dem Akkusativ und dem Dativ. Ich liege in die Sonne. Warum ist das falsch? Liegen verwenden wir in Kombination mit dem Dativ, weil wir die Frage wo haben. Also, wo liegst du? In der Sonne. Im Gegensatz dazu verwenden wir das Verb sich legen mit dem Akkusativ, weil wir hier die Frage wohin haben. Wohin legst du dich? Ich lege mich in die Sonne. Fehler 4 beschäftigt sich mit den Präpositionen. Wir analysieren den Satz. Ich reise nach meinen Eltern. Das ist falsch. Nach gibt eine Richtung an, aber nach verwenden wir für Länder, Städte und Regionen. Zum Beispiel: Ich reise nach Ägypten. Oder: Ich fliege nach London. Aber wie kann ich sagen, dass ich meine Eltern besuche? Das ist einfach. Für Personen benutzen wir die Präposition zu. Zum Beispiel: Ich reise zu meinen Eltern. Kommen wir zum letzten und peinlichsten Fehler. Wir lesen den Satz: Das Wetter ist schwul. Oh nein, was bedeutet denn schwul? Also, schwul bedeutet, dass ein Mann einen Mann liebt. Zum Beispiel: Das Paar ist schwul. Aber wie beschreibe ich das Wetter? Das Wort für das Wetter ist schwül. Das Wort unterscheidet sich nur in einem Buchstaben. Wir haben einmal U und Ü. Das Wetter ist schwül. Vergiss bitte nicht deine Hausaufgabe. Meine Frage an dich lautet: Was machst du im Sommer am liebsten? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen. Abonniere den Kanal, hinterlasse mir einen Kommentar und ein Like.
Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!